Halli, Hallöchen, Jungs und Mädels, und willkommen zurück zu einer neuen Runde von State of Decay. Da rennt jemand lang und hält Wache. Wir spielen wieder Marcus und haben in der letzten Folge jede Menge geschafft. Wir haben eine neue Gegend erkundet, wir haben jemanden befreit, wir haben jemanden in Not geholfen und sogar jemand Neues geborgen. Und jetzt haben wir hier eine neue Mission, die heißt eine helfende Hand. Nee, Quatsch, wo war der denn nochmal? Da war doch jemand, der was wollte. Wie hieß denn der nochmal? Munition ist da, die bräuchten wir eigentlich, aber das ist super weit weg. Hier ist ein Plünderer-Hinweis, Zombiejagd. Wir können hier herumfragen noch. War das die Lieferung? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das die Lieferung war. Na gut, dann würde ich doch einfach mal sagen, wir rüsten uns ein bisschen aus und machen hier unten mal ein bisschen mehr die Infektionsherde platt. So, und da wir gerade hier das Spiel wieder begonnen haben. Huch. Oha. You okay? You're not looking so good. Yeah. Okay. You say so. Maybe grab some meds from the communal supply though, huh? Oh je, das hört sich gar nicht gut an. So, mal gucken. Oh Gott, hat er ziemlich viel hier drin gehabt. Vorrat. Erstmal alles hier wieder reinschmeißen. Die Knarre brauchen wir nicht. So, alles weg damit. Frag den Sheriff, heißt die Mission. Ist der gerade da oder was? Ach, da ist er ja. Yo, Sheriff. Wir drücken mal E. Hey. Bitte was? Ich weiß, dass ich es vielleicht nicht schaffe. Das kann ich nicht riskieren. Töte dieses Gemeinschaftsmitglied, bevor es zu spät ist. Ach du Scheiße, hier kannst du nicht bleiben. Irgendwer schießt da hinten. Er wollte Zombies sein. Nicht die Hoffnung aufgeben. Ja, ich meine, der hat natürlich jetzt jemanden einfach erschossen, weil er das, dieses Schwarzfieber hatte. Jetzt weiß ich halt nicht, ob wir das jetzt hier auch so machen sollten. Ich bin mir nicht sicher. Bevor es zu spät ist, ist die Frage, wenn ich jetzt da runterreise, ihr habt es ja vorhin gesehen, auf der Karte, ich kann jetzt gerade zur Kartenansicht wechseln, aber ich wollte ja unten eigentlich jetzt die Infektionsherde mal angehen, dass wir die Zombie-Bevölkerung da unten mal ein bisschen dezimieren. Nicht, dass der jetzt hier auch zum Zombie wird und irgendwie die Gemeinschaft angreift. Wir sind 12 Leute, das ist nicht gut. Ah, das ist jetzt natürlich sehr riskant. Und ihn auch rauswerfen, weiß ich, ob das so richtig ist. Ich glaube, komm, das können wir nicht riskieren. An einen abgeschiedenen Ort gehen. Kommt er jetzt mit oder was? Er kommt sogar mit, okay. Abgeschieden ist da unten, okay. So, ich würde sagen, wir nehmen mal das Auto da hinten, den Flitzer. Oder lieber, ich weiß nicht, lieber den Pickup, komm. Wir gehen vielleicht auf Terrain, das nicht so gut zu befahren ist. Ich fühle mich gerade ganz komisch irgendwie. Ich weiß nicht, ich werde jetzt diesen Sheriff gleich töten, glaube ich. Das wurde jetzt gerade die ruhigste Fahrt, die ich jemals gemacht habe. Wobei der Sheriff sich auch nicht wehrt. Also der sieht seinen Schicksal schon ins Auge. Zumindest fühlt es sich für mich jetzt gerade so an. Als ob er wüsste, dass er hoch, dass er jetzt sowieso jemandem etwas antun würde, wenn er die Kontrolle verliert, wenn er zu einem von ihnen wird. So, hier ist der Ort.
Scheiße. Boah. Gnadenschuss, das war sogar eine Trophäe. Ach du Scheiße. Mit dem Schwert, Alter. Stimmt, ich habe die Waffe jetzt im Inventar getan. Ich wollte eigentlich ihm einen Gnadenschuss verpassen. Aber ich habe ihm eher einen Gnadenhieb verpasst. Ach du Scheiße. I'm loaded up. So you still got some stuff to take care of out there. Do what you can. Oh mein Gott. Bloß weg hier. Ich fühle mich jetzt gerade schon so ein bisschen schmutzig, also... Das war allenfalls nicht die Funny Englische, das muss ich zugeben. Aber die Frage ist wirklich, was wäre passiert? Our scouts can't go anywhere without running into hordes. What's the situation at home? New report from our scouts. That's a lot of zombies. Our defense is okay? I think we're okay. Oh, Tobsüchtige. Der kann ausweichen, der Sack. So, aber so schlau ist er doch nicht. Oh Mann, oh Mann. Nee, das war jetzt gerade nicht... Ich bin jetzt da echt unschlüssig, was jetzt besser gewesen wäre. Aber gut, jetzt ist er sowieso tot. Jetzt kann man das nicht mehr ändern. Hey, Fallen sind super. Zumindest das, also der Eigenschutz bei uns, der funktioniert. Jetzt ist die Frage natürlich... Hätte es was geholfen, ihm Hoffnung zu machen? Ich meine, er hat natürlich den anderen genauso umgeschossen, als er das Schwarzfieber hatte. Das ist jetzt echt schwierig. So, wir sind natürlich sind wir vorbeigefahren, natürlich. Ja. Ich bin ja da echt ein Held darin, an Ortschaften vorbeizufahren. So. Stoppschild braucht keiner. Nein. So, auf geht's wieder nach Marshall. Und hier gab es irgendwo einen Ort. Das war die erste links dann. Wo es Munitionsvorräte gab. Hier irgendwo. Hier irgendwo soll Munition sein. Hier ist doch niemand. Vielleicht hier irgendwo. In dem Häuschen hier oder so, ich weiß es nicht genau. Area secure. No Zeds here. Na, zumindest keine Zombies. Nix gefunden, sowas aber auch. Man kann es hier schön sehen an den Texturen, ne? Sit tight. I'm bringing this stuff home. Die HD-Texturen, die leisten hier ganz gute Arbeit, finde ich. Und das sind ein paar Zombies. 1, 2, 3, 4 zähle ich. Ja. Das hat so ein bisschen mehr Walking Dead Style, finde ich, wenn die so, naja, wenn die so angewackelt kommen, ne? Oha, ich habe Grippeanwendungen. So, aber wir haben jetzt eben gerade schön aufgemotzt. Ist doch gut. Das sieht doch gut aus. Das ist doch, glaube ich, ein Waffenladen, hä? Ist zwar schon einiges geplündert, aber... Na, mal schauen. Das ist gut, ja. Das sieht gut aus. Patronen ohne Gewehr.
Hier ist irgendwo ein Zombie ganz nah. Ach, da ist er doch. Oh, Jackpot. Jackpot. Absolut. We'll be ready. So, der ist hinüber. Dahinter mir ist noch einer. Nee. Ich könnte aber hier einen Außenposten errichten. Das wäre doch mal was, oder? Und eine Zombie-Horde greift die Basis an. Wie toll. So, Old McDonald's ist auch hinüber. Ach, ich drücke immer die falsche Taste. Irgendwie hat sich hier was geändert. Oh Mann, ich bin, glaube ich, gerade irgendein anderes Game gewohnt und ich merke es gerade nicht, dass ich immer die Steuerung hier anders benutze. Eine Hollecraft, die Hammerbasis an. Wie toll. Muss das gerade jetzt passieren? Jetzt haben wir den Sheriff um die Ecke gebracht, weil wir dachten, dass er vielleicht ein Zombie wird. Und jetzt kommt eine Zombie-Horde auf uns zu. Und noch ein Freund in Not. Na toll. Gibt es noch mehr zu suchen hier? Bestimmt. Hier gibt es nichts. Hier sieht doch alles ziemlich durchwühlt und durchsucht aus. Noch eine Horde. Sag mal, was ist denn hier los? Das ist nicht gut. Ach, da bist du. Na, dann komm mal her. Schnipp, schnapp, Ohren ab. You impress a lot of people around here. So, you know, if you wanted to claim dibs on some of the better gear, I don't think anybody'd mind. So, was ist das hier? Eine Mine. Okay. So, was haben wir denn da? Ich hoffe, da ist was Nützliches drin. Wobei, wir haben jetzt schon gut was hergeholt. So, noch mehr Munition. Ich meine, das ist auch wichtig. Hier kann man nix. So, der Waffenladen ist sauber. Die Moral ist gut. Die Horde wird zerstört. Na, immerhin. Ich dachte schon. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit gehadert, ob ich nicht zurückrennen soll. Aber wir können natürlich hier einen Außenposten errichten. 1 von 1. Ja, komm. Maybe later. Hä? Hab ich doch. Oder kann ich das nur in bestimmten Gebäuden machen? Ich hab doch durchsucht alles. Ist hier noch eine Horde? Du Scheiße. Das ist aber nicht gut. Ich glaube, wir sollten nach Hause zurückkehren. Nein. Rennen. Komm, brechen wir das lieber ab und fahren zurück. Mit der Horde ist nicht zu spaßen. Wenn das schon so oft erscheint, dann nee. Jetzt aber schnell. Ich bin jetzt sicher, die Horde wurde auch zerstört. Ja, was denn nun? Ach Mensch, erscheine ich doch mal. Da schon wieder. Also nee, das geht nicht. Abbruch und ab nach Hause, würde ich sagen. In die Richtung. Das ist definitiv zu viel Meldung, meines Erachtens. So, jetzt weiß ich nicht, kann er durchfahren, ne? Ja, genau. Dann die nächste irgendwie links, so halb. Über diese Brücke, genau. Ja, ich hab's schon verstanden. So, dann rechts und dann Gas geben. Oh je, haltet durch, Freunde. Ich beeil mich. Ich könnte jetzt auch durch Gemüse fahren, da links, aber ich weiß ja, wie das geendet hat, einige Male. Wo ich mich dann irgendwie mit dem ganzen, mit der gesamten Ladung vor allen Dingen in den LKW, in dem Pickup, habe ich dann in Sand gesetzt, weil die Ladung dann hochging. Hier lasse ich auch mal aus hier.
Na, wie man sieht, die Horde, die rennt auch nicht mehr. Das ist ganz praktisch. Also, zum einen praktisch, zum anderen ist es auch realistisch, finde ich. Sprintende Zombies, also... Ist ja okay, dass diese Spezialtrupps, wie hier die Militärzombies und so, oder die Tobsüchtigen oder die Dicken, die wir so gar nicht gesehen haben, dass die ihre normale Verhaltensweise beibehalten und die normalen Zombies halt normal sind. Das ist so schon in Ordnung. Noch eine Horde. Komm. Jetzt hier nicht übermütig werden. Wir sind fast da. Kommt noch ein bisschen mehr. Jetzt ist es ziemlich ruhig. Man sieht auch oben rechts nicht mehr. Ich hoffe echt, dass unsere Basis noch steht. What's the situation at home? Heads up, gang. Scouts are reporting a horde heading our way. Noch eine Horde. How's it looking? Nein! Der Ort ist befallen. So, Moment, das war der nächste, ne? Die nächste links abbiegen dann. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Wieso sind hier so viele Horden? Was ist denn hier los? Huch. Wie viel mehr Ritt ist, wie es aussieht. So, warte mal, da ist noch eine Horde. Sag mal, was ist denn hier los? Halt, das war... Nein, ich laufe wieder falsch. Attention survivors. Only those who abide by the laws posted outside the courthouse are eligible for the protection of the sheriff's department. If you want to keep your guns and keep your own scavenge, you're on your own. So, die Horde habe ich zerstört, aber... Was ist mit den Leuten hier auf unserem Anwesen? How's it going? Lots of zombies right behind me. So, wo sind die? Wo sind die? So, you were up on Mount Tanner the day you found us. Yeah. My dad was up there that day. You know, my dad who's been missing ever since. Anything you want to tell me? Yeah, I guess it's time. Your dad, he didn't make it, Lily. I'm sorry. Thank you. I mean, I kind of already knew, but it's good to hear it out loud. Ach, war das der Vater von ihr? Hui. Das ist aber harter Tobak. Hieß der Alan Ritter? Ich weiß jetzt gar nicht, wie der mit Nachnamen hieß. Das klang so, als wäre das der Vater von ihr gewesen. Aber sie versteht sicherlich, dass das notwendig war. So, schau gerade mal hier drumherum. Hier ist doch alles in Ordnung. Aber, Moment mal. 9 von 12, was ist denn hier los? Ach, sind das die, die da unten noch irgendwo, Oh je. Mit denen ist nicht zu spaßen. Das sind diese Stinker. Na, schaffst du es? Kriegst du den Kleinen? Ach ja, komm. Na also, geht doch, jawoll. Found this while I was out. So, perfekt. Und man sieht, wir haben mehrere Überlebende, die in Schwierigkeiten stecken. Und wie das weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von State of Decay. Ich bin raus für den Video, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei dieser Zombie-Apokalypse. Auf Wiedersehen.